Ich bin auf gutefrage.net gegangen und habe die Themen Liebe, Sex, Beziehung, Liebe und Beziehung, Freundin, Liebeskummer, Gefühle, Erotik, Jungfrau, Dating, Erektion, Jungfräulichkeit eingegeben und schaue jetzt, welche Fragen hier gestellt wurden. Dürfen Männer noch Männer sein oder ist das schon illegal? Natürlich ist das illegal, hast du das nicht gewusst? Also ich bin ja auch eigentlich nicht hier in meinem Zimmer, sondern in der Strafvollzugsanstalt Saarbrücken. Oh, ich muss los, es gibt Essen. Würdet ihr denn noch Sex mit eurer Freundin oder eurem Freund haben wollen, wenn sie oder er bevor euch schon mal mit jemand anderem Sex hattet? Also keine Jungfrau mehr, aber ihr schon noch. Findet ihr das nicht auch widerlich? Also die Regel sagt ja, dass eine Person, wenn sie das erste Mal mit einer anderen Person hat, für ihr Leben lang nur noch mit dieser Person, mit dem sie halt ihr erstes Mal hatte, schlafen darf. Ist doch logisch. Viele kennen die Regel nicht, deswegen kommen immer mehr Beziehungen auseinander, weil die eine Person gedacht hat, dass die andere fremdgegangen wäre, aber es ist halt nur die Regel. Wenn eine Frau Sex mit zwei Männern hat und dann Zwillinge bekommt, haben die Kinder dann zwei Väter? Ja, natürlich, das haben wir schon in Biologie gelernt. Warum zeugt man überhaupt Kinder? Beziehungsweise, was hat man davon? Ja, natürlich nichts, außer halt Kinder und die Freude daran, die Kinder zu erziehen und großzuziehen. Oder halt einfach nur, dass die Menschheit halt nicht ausstirbt und so, weiß. Nacktbilder schicken? Ja, nein. Nein. Schreibe gerade ein bisschen mit einem Jungen, den ich aber nicht persönlich kenne. Was meint ihr, ist es schlimm, mit ihm Nacktbilder zu schicken? Weil er geht ja nicht auf meine Schule und könnte keiner meiner Freunde das Bild schicken. Bin männlich 15, bin auch nicht schwul oder so. Ich fass kurz zusammen, du bist hetero, männlich 15 Jahre alt, kennst den Typen nicht mal und willst mit ihm Nacktbilder schicken? Ja, beste Voraussetzungen. Gott, bitte mach's nicht. Meine Freundin will Schluss machen. Ich auch. Was sollen wir machen? Ja, ihr müsst in diesem Fall wirklich sehr behutsam sein, weil sonst könnte die Gefahr halt noch bestehen, dass ihr noch zusammenbleibt. Deswegen wende ich hier immer den 7-Wochen-Trick an. Der ist ziemlich beliebt und eigentlich auch ziemlich bekannt. Aber du kennst ihn nicht, deswegen erkläre ich ihn kurz. Also so in der ersten Woche trefft ihr euch noch jeden Tag, ganz normal, in der sechsten Woche dann nur noch 6 Tage, in der fünften nur noch 5 Tage und so weiter. Dadurch ist das eigentlich eine ganz entspanntere Abgewöhnung. Und dann ist das eigentlich schon vorbei. So besteht nicht die Gefahr, dass ihr zusammenbleibt, noch nicht, dass irgendjemand nicht verletzt wird. Ist es okay, seine Freundin auch mal beim normalen Namen anzusprechen? Wir sind 19, nennen uns eigentlich immer Bäbä. Oder ähnliches. Nein, das ist auf gar keinen Fall in Ordnung. Sobald ihr euch das erste Mal in eurem Leben mit eurem Kosenamen anspricht, ist der normale Name des Partners ausgelöscht. Er existiert nicht mehr. Sex mit meiner Freundin, 13, Keckne, Jungfrau, mehr Sex erlaubt. Hi, ich bin 18, meine Freundin, 13. Ach du Scheiße. Wir sind seit etwa 4 Monaten zusammen und haben auch schon ein bisschen entdeckt. Gefingert und Handjob. Meine Frage ist jetzt, dass wir beide Sex wollen, jedoch werde ich 19 und sie nächstes Jahr 14. Ist es erlaubt, Sex zu haben? Sie ist keine Jungfrau mehr, ich auch nicht. Danke schon mal. Ich finde es an sich ganz lustig, dass er zuschreibt, dass sie keine Jungfrau mehr ist, was es nur noch absurder macht mit 13. Aber als ob das ab dem Moment, ab dem sie keine Jungfrau mehr ist, als ob das dann erlaubt wäre. Falls es euch gefallen hat, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und falls ihr noch weitere Vorschläge habt, die ich in die Themen schreiben könnte, dann ab in die Kommentare. Und falls ihr das Format öfters sehen wolltet, dann lasst ein Like da und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.